Ich war in einem goldenen Hamsterrad, könnte man dazu sagen, irgendwie gefangen. Es hat keinen Spaß mehr gemacht. Diese enorme Wachstumsphase oder Start-up-Phase am Anfang war lange vorbei. Und irgendwann schleichen sich halt langweilige Sachen ein, die keinen Spaß, keine Freude bringen. Und daran musst du beschrauben. In anderen Coachings sitzt du dann da und dann gibt es einen vorgefertigten Weg. Mir geht es jetzt viel besser so als Mensch. Nicht nur als Unternehmer. Ich meine, das sind die wildesten Ratschläge dabei. Manchmal einfach mal laut schreien oder Dinge aufschreiben, sich selbst eine andere Frage stellen. Das klingt manchmal unfassbar einfach, aber es hat auch ein entsprechendes Ergebnis. Ich habe weniger getan und mehr Umsatz gemacht. Das war das vereinfacht gesagte Ergebnis der ersten 3 Monate. Q4 war es ja letztes Jahr, sind wir jedes Monat, also in dem Quartal, um 20% jeweils gewachsen. Also von Oktober auf November auf Dezember. Das war ziemlich gut. Ich finde, da geht natürlich noch mehr. Du bekommst halt den Typ, der individuell auf deine Fragen eingeht und auf deine Themen, egal in welchem Lebensbereich du die gerade hast. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute mit Christian. Hi Basti. Christian Keller von Keller Digital macht richtig geiles Recruiting für Handwerksunternehmen. Und das auch nicht erst seit gestern. Hat hier 10 Leute sitzen, oder? 11. 11, sorry, ja. 11 Leute, das heißt, sie sind am Wachsen. Und du hast damals auch die Entscheidung getroffen, mit mir zusammenzuarbeiten. Und darum soll es heute mal gehen. Wer ist Christian? Wie kam es dazu? Welche Erfolge konnten wir schon feiern? Und da lass uns doch mal direkt reinstarten. Also erstmal haben wir ganz viel weggelassen. Das war für mich eine Entlastung. Wir haben eigentlich im letzten Quartal, Q4, ganz viele Sachen gelassen. Mhm. So einfach nicht addiert, sondern reduced to the max. Ja. Und die Sachen, die gut funktioniert haben, davon mehr gemacht. Und dementsprechend, Q4 war richtig gut. Gesteigert, gesteigert, gesteigert. Und Q1 ging es dann eher, das sind ja auch deine Themen. Es geht ja nicht nur ums Business beim Umsetzen. Es geht ja auch darum, dass es einem als Geschäftsführer gut geht. Ja. Q1 war eher so viele Umstellungen im privaten Bereich, gesünder leben, mehr für die Fitness tun. Mir geht es jetzt viel besser so als Mensch, nicht nur als Unternehmer. Ich höre ja auch immer, ja Basti, was machst du denn genau? Und ich glaube, die Situation hattest du ja damals auch. Was war so damals die Ausgangssituation, bevor wir zusammengearbeitet haben? Boah, damals hatte ich eine enorm starke Fluktuationsphase hinter mir, wo dann mit Mitarbeitern weniger gut zusammengepasst hat. Und saß, glaube ich, als ich das erste Mal mit dir telefoniert habe, im Auto und habe davor und danach jeweils noch selbst einen Quali-Call machen müssen. Und das trotz der Unternehmensgröße, wo wir ja schon waren und 6-stelligen Umsätzen. Das hat sich blöd angefühlt und ich war in einem goldenen Hamsterrad, könnte man dazu sagen, irgendwie gefangen. Es hat keinen Spaß mehr gemacht. Diese enorme Wachstumsphase oder Start-up-Phase am Anfang war lange vorbei und irgendwann schleichen sich halt langweilige Sachen ein, die keinen Spaß, keine Freude bringen und daran musst du beschrauben. Und was waren so Sachen, die wirklich dir die Energie, den Spaß und die Freude geraubt haben? Natürlich, wenn Mitarbeiter ständig anklopfen, man nicht Dinge umsetzen kann, die man eigentlich angehen will, ständig Ablenkungen reinkommen, man sich verzettelt bei zu vielen Strategien. Also gerade dieses einfach zu viel steht an, zu viel steht auf dem Plan. Und zu viel Verschiedenes, ja. Zu viel Verschiedenes. Und man kommt nicht so ganz hinterher. Wir haben auf 6 verschiedenen Wegen Leads generiert oder versucht, Leads zu generieren zum Beispiel. Ja, okay. Ja, da weiß man, woher das dann auch rührt, dass man dann unter Stress steht, Druck hat und so weiter. Und was war dein Motiv dann, dass du die Zusammenarbeit gesucht hast? Also was war so der Beweggrund? An mir selbst als Mensch auch zu arbeiten, weil alle Coachings vorher eigentlich nur auf inhaltliche Business-Themen ausgelegt waren und nicht auf, wie werde ich selbst als Christian Keller noch effizienter. Und das hast du dann bei mir gesehen oder wie war das? Also ich habe dich schon ein paar Mal vorher gesehen im Rahmen anderer Weiterbildungsmaßnahmen. Mhm. Da hat man gemerkt, der Mann ist irgendwie immer viel zu gut drauf. Viel zu gut. Ja. Stimmt, das hast du ja auch mal erzählt. Ja. Und du hast einen gemeinsamen Kunden oder Geschäftspartner für, wie man das halt nennen mag, unser Fotograf. Und der hat sehr positiv über die Zusammenarbeit mit dir gesprochen und gesagt, dass sich da viel Leichtigkeit in seinem Leben dadurch ergeben hat. Und das war für mich eigentlich ausschlaggebend, mal zum Thema Leichtigkeit im Leben mit dir zu sprechen. Ja. Und dann hast du dir gedacht, okay, das würdest du auch gern haben, weil es gerade halt irgendwie sich alles so zäh anfühlt, oder? Ja, weil ich nicht ständig lachen konnte. Also das war jetzt bestimmt nicht nur dein Ziel, einfach zu lachen, oder? Ja, schon mehr wieder gut drauf zu sein, Dinge leichter zu sehen, leichter zu nehmen, mehr Spaß im Business zu haben. Mhm. Das war so der Impuls. Ja. Und würdest du sagen, das ist auch das, was du letztendlich geliefert bekommst, oder?
Das ist echt schwer zu sagen, was man da geliefert bekommt. Das muss ich heute selbst nach 6 Monaten noch sagen, dass das immer wieder was anderes ist. Also mal sind es persönliche Impulse, mal sind es geschäftliche Impulse, mal ist es Kontakt zu anderen erfolgreichen Agenturen. Aber es ist halt, gibt immer andere Stellschrauben. Leben ist dynamisch, mhm, und du kannst nicht immer nur eine Sache optimieren. Du musst halt andere Themen dir auch anschauen. Ja. Ja, das ist wichtig. Ich denke, das ist auch der Ansatz, den ich fahre, generell das ganzheitlich zu sehen und zu sagen, hey, du kannst alles im Leben haben und nicht nur Business, nicht nur ein leichteres Leben, nicht nur Spaß mehr am Business zu haben, sondern halt, dass man die Person auch ganzheitlich sieht und sie auch so nimmt, wie sie ist und dann halt das Beste für die Person will. Das ist so zumindest mein Bestreben. Ich finde es interessant, dass du sagst, okay, das kann man immer noch nicht ganz greifen. Ich meine, das sind die wildesten Ratschläge dabei. Manchmal einfach mal laut schreien oder Dinge aufschreiben, sich selbst eine andere Frage stellen. Das klingt manchmal unfassbar einfach, aber es hat auch ein entsprechendes Ergebnis. Und du brauchst ja in jeder Situation was anderes so. Ja. Das ist, glaube ich, die Schnittmenge. Du kannst ja auch nicht immer dasselbe frühstücken. Kann man schon. Ja, kann man, klar, aber... Ist dann eintönig und langweilig. Genau, ja. Okay, cool. Und was hast du dir denn erhofft von der Zusammenarbeit? Du hast ja eben gesagt, okay, ich habe dann erfahren Leichtigkeit. Ja. Ja, das wollte ich auch haben. War das dann auch das, was du dir erhofft hast? Das war ein wichtiger Punkt, dass das Ganze wieder mehr Spaß macht, wieder leichter wird. Und natürlich man auch gemeinsam Möglichkeiten findet, weiter den Umsatz zu steigern. Das ist es ja vor allem in Q4 gelungen. Q1 war eher auf das Thema wieder Gesundheit, Vitalität herstellen. Und Q1 ist natürlich der Winter, das Winterquartal, wo man halt mit einem kleinen Kind häufiger krank wird und ja einfach andere Themen angehen muss, damit man wieder fitter ist. Ja, also auch da hast du dich gut betreut gefühlt, hast du immer einen Impuls bekommen. Ja, das ist eher die Frage, dass man auch sich selbst die Zeit nimmt, das wirklich alles in Anspruch zu nehmen. Ja, stimmt. Hatten wir auch mal ein Thema. Ja. Okay, und jetzt in nächster Instanz, was hast du denn wirklich erreicht jetzt in den ersten Monaten? Ich habe weniger getan und mehr Umsatz gemacht. Das war das vereinfacht gesagte Ergebnis der ersten 3 Monate. Ja, geil. Das muss man sich mal vorstellen, das checkt auch keiner. Ja. Aber okay, das ist geil, weil genau darum geht es ja auch. Reduce to the max, das Anwenden, das Weglassen, das Reduzieren des Ganzen. Und jetzt ist es aber ja mehr als einfach nur weniger tun und mehr Umsatz machen, oder? Du musst weniger von den falschen Sachen tun und mehr von den richtigen Sachen tun, klar. Also ganz viel Nonsens, den man so im Leben macht, vor allem wenn man dann hektisch, selbstständig immer irgendwo guckt, den muss man halt weglassen. Mhm. Und das klingt alles super stumpf und simpel, aber es sind halt viele kleine Sachen. Naja, klar, diese Verzettelung. Und was hast du dann, was haben wir noch erreicht in den nächsten, im Q1, dann Q2, wo wir jetzt auch sind? Weil du bist ja auch Umsetzer Fastlane. Da geht es viel jetzt ums Thema Gesundheit, war so für mich der übergreifende Begriff. Wie schaffe ich es wieder, noch fitter und noch vitaler zu werden? So in der Mastermind habe ich ja Leute gesehen, das waren alles trainierte Kanten, die konnten alle irgendwie 16 Stunden am Tag arbeiten und ich war dann immer müde. Und man muss mal halt viel schauen, wie kann man dann doch noch wieder mehr Sport integrieren, wie kann man mal überlegen, ist das jetzt gerade wirklich sinnvoll, muss ich da meine Zeit investieren oder hier Prioritäten anders setzen. Also auch hast du es schon gemerkt, so dadurch, dass du auch in der Fastlane bist, okay, da gibt es jetzt Leute, die sind halt performanter, die sind energetischer, ja, ich will mitziehen. Die haben sich dann morgens irgendwelche Shakes schon reingezogen und Supplements genommen, Hauptsache die Fitness und das Level stimmt und das ist natürlich inspirierend. Geil. Ja, das ist auch richtig wertvoll, wenn man da halt einen kleinen Kreis hat an Leuten, denen man sich auch vertraut, weil man lernt ja auch viel übereinander. Dass man sich dann auch dem Level entsprechend anpasst. Die ähnliche Sachen machen. Genau. Und man hat ja auch viele, viele Business Insights da bekommen. Vielleicht erzähl's mal, wie war es denn überhaupt für dich auf der Fastlane in der Schweiz, die 3 Tage? Das war ein cooles Event. Das war also eine Gönnung pur, muss man dazu sagen. Und wir sind hoch hinaus. Also diese Wanderung war spektakulär. Das fing ja an, mit unten war Frühling. Ja, und dann sind wir mit einer Gondel hochgefahren. Ich dachte mir, wo wandern wir da jetzt genau? Weil dann war plötzlich Nebel. Wir haben uns alle angeschaut und dachten, okay, das wird jetzt... anders. Für das anders. Und dann war Schnee. Ja. Und dann sind wir effektiv im Schnee gewandert und hast natürlich einen anderen Austausch, wenn du miteinander dynamisch läufst und locker redest. Ja. Und auch mal zu hören, wie lösen dieselben Themen andere, ganz andere Mindsets so. Mhm. Ganz andere Mitarbeitertypen, die auch bei den Agenturen angestellt sind. Ja, ganz andere Lösungsansätze, die man dann vielleicht wieder für sich anwenden kann, gucken kann, Tipps gegeben hatte. Und dann sind wir auch noch Heli geflogen. Ja. Das war auch ziemlich geil. Gut. Also wir hatten auf jeden Fall Spaß. Ja. So, und was konnten wir jetzt in letzter Zeit erreichen?
Also was war so das letzte prägnante Ergebnis? Oder anders gefragt, was war so für dich das ausschlaggebendste Ergebnis jetzt in letzter Zeit? In letzter Zeit definitiv das Thema, an der Ernährung und der Ergänzung der Ernährung zu arbeiten und einfach nicht mehr krank zu sein. Punkt. Mhm. Auch geil. So, und da sieht man wieder diesen vollumfänglichen Ansatz. Ist das etwas, was du dir vorher so gedacht hast? Oder ist das was, wo du sagst... Es ist wirklich schwer zu verstehen vorher, was du machst. Man muss mit dir das Gespräch suchen. Ja. Das ist... Ja. Das will ich ja auch hier in diesem Video rüberbringen, weißt du, dass die Leute verstehen, okay, was bekomme ich jetzt letztendlich, was ist da für mich drin? Du bekommst halt den Typ, der individuell auf deine Fragen eingeht und auf deine Themen, egal in welchem Lebensbereich du die gerade hast und dadurch halt ein Sparringspartner, sagst du ja auch ganz gerne dazu, ist halt nicht, dass du in einem Call sitzt und musst halt warten, wann bist du endlich mal nach einer halben Stunde mit der Frage dran. Das stimmt. Das stimmt. So, was heißt das konkret in Zahlen? Q4 war es ja letztes Jahr, sind wir jedes Monat, also in dem Quartal, um 20% jeweils gewachsen. Also von Oktober auf November auf Dezember. Das war ziemlich gut. Konstant sechsstellige Umsätze gemacht, immer weiter gewachsen. Also eine geile Leistung auch. Ja, das kommt ja nicht von ungefähr. Das kommt ja dadurch, wenn man dann wirklich die Sachen auch in die Tat umsetzt, genau. Meine Frage dazu ist, was hat dich jetzt in dieser Laufzeit, was hat dich da besonders überrascht? Dass man selbst aus einem Gruppencall viel mitnehmen kann. Also du hast, ich erinnere mich an so ein, zwei Calls, wo du Berge aufgemalt hast und verschiedene Pfade und Erkenntnisse daraus und da waren plötzlich alle still. Das war ziemlich cool. Okay, vielleicht um ein bisschen Kontext zu geben, ich mag halt das Trainieren. Also ich mag es, Menschen einfach zu trainieren. Also ich meine, ich war Personal Trainer damals und da liegt es einfach in meiner Natur, die Leute zu pushen und denen was mitzugeben, anstatt einfach nur so, ja okay, Erfolg ist eine Hohlschuld und frag mal ein paar Fragen. Also man lernt schon, die richtigen Fragen zu stellen, aber das macht mir halt einfach Spaß, dann diesen Content auch mitzugeben. Warum hast du dich ausgerechnet für uns entschieden? Ich würde kein Coaching oder Beratung mehr buchen, ohne eine persönliche Empfehlung von jemandem, der das schon wirklich aktiv macht. Mhm. Und damit positive Resultate erzielt. Und wo wir gerade bei Empfehlungen sind, wem würdest du das denn empfehlen? Agenturinhabern vor allem. Agenturinhabern, Coaches würde natürlich auch passen, die länger auf einem Plateau irgendwo stehen bleiben und merken, die Freude ist verloren gegangen an dem Thema. Mhm. Weil sie dann was davon haben? Ja, wieder mehr Spaß an der am täglichen Doing. Man macht das ja noch ein paar Jahre. Im besten Fall. Ne? Angenommen, du wärst jetzt noch nicht Kunde. Und du würdest jetzt so ein Video wie dieses sehen. Hast da jemanden sitzen, siehst einen erfolgreichen Kunden? Ja, okay, pass auf. Also auf eine Sache, wo man definitiv drauf eingehen kann, ist, in anderen Coachings sitzt du dann da und dann gibt es einen vorgefertigten Weg, einen Masterplan. Und meistens beinhaltet der zum Beispiel ganz viel Kaltakquise, Cold Calling. Mhm. Und das kann einen, das war das Learning damals, was du angezeichnet hast, das kann natürlich ein Pfad auf den Berg hoch sein, aber das muss nicht dein Berg sein. Man kann trotzdem auf 3500 Meter Höhe kommen mit anderen Strategien. Ja. Und wenn man sich wirklich nicht wohlfühlt mit einer Strategie, dann darf man sich auch die mentale Erlaubnis geben, einen anderen Weg zu gehen. Das heißt nicht, dass dieser Weg, wenn er grundsätzlich valide ist, schlechter ist. Mhm. Er funktioniert dann halt in der individuellen Situation besser. Und ja, das haben wir definitiv gemacht. Was kann jetzt jemand damit anfangen, der zuschaut? Dass er die Bereitschaft hat, wenn er sich einem Coach annimmt, dass er sich auch öffnen muss. Es bringt dann nichts, ein Thema zurückzuhalten. Mhm. Man muss halt sich trauen, dir mehr Fragen zu stellen und sich zu öffnen und dann kommt das mit der Zeit. Das finde ich auch extrem wichtig in der Zusammenarbeit. Bei mir ist halt die Tiefe der Zusammenarbeit auch wichtig und das Persönliche. Und ich habe schon sehr oft erlebt, dass halt Auswirkungen, die im Business als Symptom aufkommen, eigentlich eine Ursache bei einem selbst, bei privaten Themen, bei der Mentalität, irgendeine Erfahrung sind, die einen da nicht so gut performen lassen. Hast du denn, Christian, hast du noch irgendein abschließendes Wort für jemanden, der jetzt wirklich dieses Video sieht, hey, der hat da Kunden, die knacken irgendwie Rekordmonate, denen geht's besser, die haben mehr Spaß bei der Arbeit und ich sitze jetzt hier, schaue dieses Video an, was möchtest du dieser Person sagen oder was kannst du der Person sagen? Sucht auf jeden Fall das Gespräch. Er wird sich selbst die Zeit nehmen. Es wird auf jeden Fall kein fremder Closer oder Vertriebsmitarbeiter, der inhaltlich keine Ahnung hat, mit euch reden, sondern der Basti selbst. Und dann müsst ihr einfach für euch die Entscheidung treffen,
passt das menschlich zusammen? Weil er ist auch offen dafür, wenn man sagt, es gibt jetzt mal 20% der Leute hassen dich, der Rest mag dich sehr. Und das ist ja auch ein valides Ergebnis. Aber ihr sucht auf jeden Fall das persönliche Gespräch und dann könnt ihr herausfinden, ob er zu euch als Sparringspartner passt. Ja. Ist auch wichtig, weil ich muss es auch herausfinden, ob du zu mir passt. Ich nehme nicht einfach jeden an, das ist exklusiv, das Business-Sparring. Deswegen arbeite ich 1:1 mit den Leuten zusammen, so wie mit Christian. Hervorragende Ergebnisse. Und wenn du auch herausragende Ergebnisse haben willst, dann geh auf umsetzer.de, buch dir einen Termin. Lass uns einfach kennenlernen. Und in diesem Sinne danke. Danke für dein Vertrauen, danke für die Zusammenarbeit und auf die weiteren Jahre mit dir. Ja.